Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul. Ja, super. Oh Gott. Ich war bei Teddy, bei Kick und im 1-Euro-Shop und habe da jede Menge Schnäppchen gefunden, aber auch ein paar Sachen, die nicht reduziert waren, die mir aber trotzdem gut gefallen haben und die ich jetzt wieder benötige. Und das ist viel. Das ist echt viel. Und ja, ein paar Sachen werde ich auch verschenken, beziehungsweise in Tauschpakete machen. Ja, genau. Was das alles ist, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich jede Menge Washi-Tape entdeckt. Ich kann da nicht vorbeigehen. Ich kann das immer brauchen. Und das habe ich aus dem 1-Euro-Shop. Und für 1 Euro... da überlegt man nicht so lange, vor allem wie viel hier drin ist. Und mir hat das eben sehr gut gefallen, weil da so ein Lama oder Alpaka, wie auch immer, drauf ist. Dann hier eher so, ja, geht immer. Und dann ist hier halt eben einfach Essen mit drauf. Ja. Dann zweimal mitgenommen, weil ich das gerne einmal verschenken möchte in ein Tauschpaket. Das hat mir so gut gefallen. Und zwar ist das hier. Und das ist so ein bisschen so Vintage-Look mit Herzchen, mit Rosen, mit Blumen, mit ein bisschen Schimmer. Das sieht so schön aus. Und ja, das habe ich zweimal mitgenommen. Hat mir so gut gefallen. Dann habe ich das nochmal, ja, in so lila Tönen hier, auch wirklich wunderschön. Ah, es geht einfach immer, finde ich. Und die ganze Rolle hier kostet 1 Euro und da habe ich noch das hier mitgenommen, weil mir das hier besonders gut gefällt und auch das da oben mit so Gold. Wunderschön. Dann im 1-Euro-Shop auch entdeckt, das hier, ja, es sind nur 3 Rollen, aber ich finde das hier so schön. Das sieht aus wie so, ja, wie so Tickets oder wie so wie so ein Zeitungstext. Und ich weiß nicht, hat mir gut gefallen. Und auch die Pandas sind süß, aber ich habe es vor allem wegen dem hier geholt. Das gefällt mir sehr gut. Und dann, ja, weiß ich auch nicht warum. Ich konnte nicht dran vorbei. Ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, wofür ich es brauche, aber es war halt einfach die Minimaus drauf. Was soll ich machen? Ja. Konnte ich nicht dran vorbei. Das gab es bei Kick, glaube ich, für 1,29 Euro. Dann habe ich noch bei Zehmann auch noch was entdeckt. Und zwar diese Blumen hier und die finde ich halt super schön für auf Karten drauf oder für in Flipbook. Ja, dass das nochmal so einen besonderen Touch hat, nicht nur Papier, sondern auch so was Griffigeres mit dabei ist. Und da habe ich auch noch Rosen entdeckt und da hatte ich Glück, die waren nicht mehr 99 Cent, sondern nur noch 35 Cent. Auch sehr schön. Dann habe ich mir einen Hebelstanzer gekauft bei Teddy für 6 Euro. Und da muss ich sagen, finde ich gut, habe ich auch schon ausprobiert. Ist eben so eine Schleife. Und ich finde das immer so schön, wenn ich in den Videos sehe, dass die Leute Schleifen machen. Ich kann das nicht so gut. Habe mir dann halt jetzt mal so einen Stanzer gekauft, dass ich wenigstens irgendwie eine Schleife hinbekomme. Dann fand ich noch sehr schön für eben auch Karten, Flipbooks etc. Das hier, das sieht aus wie so, das ist so Geschnörkel, aber das sieht irgendwie, finde ich, auch aus wie was aus dem Meer oder ja, so barockmäßig mit Glitzer. Hat mir gut gefallen, habe ich halt mal dieses Lachs-Aprikotfarbene mitgenommen, dann rosa natürlich, ist ja klar. Und das habe ich noch in so einem Blau-Türkis mitgenommen. Dann habe ich noch Stoff mitgenommen, Geschenkband. Ja, auch eben zum Dekorieren einfach mit so Blumenmuster. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, da auch mal verschiedene Strukturen irgendwie in die Karten reinzubringen oder ja, wie auch immer.
ja, 1,50 €. Dann habe ich mir wieder gekauft Tags, und zwar einmal in, ja, so einem, was ist das, Karton-Design. Ja, hier sieht es ein bisschen schöner aus wie auf der Seite. Ja. Ist eben so neutraler dann. Und dann nochmal in bunt, weil, ja, meine sind jetzt ziemlich gut aufgebraucht. Und da habe ich neue gebraucht, kosten 1 €, auch bei Teddy. Dann habe ich Bastelschleifen mitgenommen, wollte ich auch gerne auf Karten draufkleben, weil ich kann das nicht irgendwie, ich kriege das nicht hin. Und ich finde das so, so schön, wenn die das immer so selber machen oder so Doppelschleifen, auch aus so Papier und so. Ich kriege das nicht hin. Dann habe ich mir bei Teddy mitgenommen ein Stempelset. Ja, so maritim, aber was ich nicht so toll finde, und zwar seht ihr hier die Muschel, die da drauf ist, und ja, so, ich habe das auch schon ausprobiert, die ist halt echt viel kleiner als der Sticker da oben. Ja, finde ich irgendwie blöd, weil genauso auch hier auf der Flaschenpost, das ist halt echt ziemlich groß, und dann hier, schaut mal, wie klein. Ja. Fand ich so blöd irgendwie. Man konnte das auch nicht sehen, weil hier zu ist. Ja. Blöd. Dann habe ich mitgenommen solche Quasten. Die habe ich bei Kik entdeckt. Die haben noch 50 Cent gekostet. Und da habe ich mir schon eine rausgenommen. Und die habe ich mir an meinen Planer gemacht. Ich zeige es euch mal schnell. Ich hole den mal kurz. Das hier ist mein Planer von Wonderspot. Das Video dazu kann ich euch auch mal verlinken. Und da habe ich das eben einfach an diese Schnur hier dran gemacht, wo man das aufschlagen kann und das rein. Da habe ich das einfach so dran gemacht. Und ja, finde ich schön. Gefällt mir. Und das hängt hier jetzt so. Und da kann ich euch auch mal zeigen, da habe ich mir sowas reingeklebt, dass ich da immer gucken kann, wenn noch was offen ist, dass ich mir, ja, dass ich das halt schneller sehe. Und dann habe ich noch mit den Blöcken von Action, habe ich mir diese Umschläge hier gebastelt. Und die sind schon fertig, die muss man nur umklappen. Und da möchte ich mir immer von jedem Monat, wenn ich was unternommen habe, mit meinem Mann zum Beispiel, da waren wir im Kino, und dann wollte ich mir das gerne da aufbewahren und dann immer in dem Briefumschlag hier verstauen. Fand ich irgendwie ganz schön. Genau. So habe ich den jetzt schon mal gestaltet. Dann, ja, wie gesagt, diese Quasten da. Dann habe ich bei Teddy entdeckt das hier. Das ist so aus Metall. Finde ich auch super schön. Eben auch für Karten toll geeignet. 1 €. Kann man mal ausprobieren. Dann Sticker mitgenommen, weil da Essen drauf ist. Muss ich nichts zu sagen. Aus keinem weiteren Grund. Nur weil das Essen ist. Dann gab es reduziert im Euroshop für 25 Cent das hier, das, weil das weihnachtlich ist. Super schön. Oh, das sieht so schön aus. Das sind Knöpfe und habe auch solche Fähnchen. Und oh, das gefällt mir richtig gut. Mega schön. Dann noch das hier. Und nochmal das. Es ist eben einfach nur ein bisschen anders gehalten. Dann bei Kik entdeckt so ein Bastelset. Da kann man dann quasi diesen Sticker hier basteln. Aber ich habe das schon mal auseinandergenommen, habe mir das genauer angeguckt. Ja, ich weiß nicht. Hier ist ja alles außenrum. Hier mit Steinchen und auf den Fähnchen sind auch diese Steinchen, also diese von da unten. Und wenn ich mir überlege, das reicht niemals. Wenn ich das so voll klatsche, jedes, ich glaube, das sind 4 oder 5 Stück, die man da noch basteln kann. Ich glaube, ja.
glaube 3 oder 4. Und das reicht niemals. Und was halt eben auch nicht dabei ist, das sind ja diese kleinen Wimpel hier, aber die sind hier so ein bisschen erhaben. Also das sind so 3D-Foam-Pads drunter geklebt und die sind halt nicht mit dabei. Ja. Ja. Naja, das hat noch 1 Euro gekostet, aber man kann das ja auch einzeln benutzen. Ich nehme das jetzt einfach hier von oben weg, deswegen ist das so ein bisschen durcheinander. Dann bei Kick wieder gekauft. Das hat mir so gefallen. Das sieht so schön aus. Das sind so, weiß ich nicht, wie so Blumen. Ja, das sieht schön aus und das ist so irisierend. Oh, richtig toll, funkelt rosa, blau, lila. Ja, und das habe ich mir dann halt auch nochmal in dieser blauen Variante mitgenommen. Das hier ist eher so lila. Dann habe ich mir so Diamantsticker mitgenommen bei Zeman, weil ich die nirgendwo entdeckt habe. Ich wollte die gerne bei Teddy kaufen, aber gab es nicht. Es war ein bisschen schwierig. Habe ich mir lila mitgenommen, gab auch nicht so viel Auswahl. Und rosa für 49 Cent und die sind halt auch relativ groß. Ja, aber besser als nichts. Und dann ja, habe ich mir Sticker mitgenommen. Dreimal dürft ihr raten, warum. Ja, genau. Dann habe ich Geschenktüten mitgenommen für 1 Euro, war reduziert. Aber ich finde die nicht sonderlich weihnachtlich. Kann man auch so noch benutzen für Tauschpakete, wenn man eine Kleinigkeit verschenken möchte. Ja, dann gab es noch bei Kick reduziert für 50 Cent. Solche Herzdiamanten. Dann mega cool, was ich mir 3-mal mitgenommen habe, weil es mir so gut gefallen hat. Diese Wäscheklammern hier. Und die sind aus Holz. Und die Muffins, Cupcakes, die da drauf sind, sind auch aus Holz. Und das hat nur noch 50 Cent gekostet. Konnte ich nicht widerstehen. Oh. Und ich habe nochmal das Lama gefunden. Ja, das werde ich dann auch verschenken, weil so oft brauche ich es dann wirklich nicht. Dann, ich war mehrmals da, deswegen kann das sein, dass ich das jetzt versehentlich dann nochmal gegriffen habe, weil es mir gut gefallen hat und ich das nicht mehr wusste, dass ich das eben schon habe. Dann habe ich mir für jetzt solche, für den Frühling einfach solche Karten zu basteln, mitgenommen von Kick. Aber ich muss sagen, es hat mir nicht so gut gefallen, aber ich habe nichts anderes derart jetzt gefunden und ja, dann habe ich es mir halt für 1 Euro mal mitgenommen und zwar ist das das hier. Ist okay, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass das super schön aussieht, also mir jetzt mega gut gefällt. Ihr kennt das, wenn mir was super gut gefällt, da brauche ich euch nichts vormachen. Und dann noch das hier. Da finde ich halt schön, wie gesagt, eben wieder die Cupcakes und diese Wimpelkette finde ich da halt super schön. Und ja, der Rest ist so okay. Dann hat mir mega gut gefallen das hier. Hammerschön. Super, richtig mega. Und dann habe ich noch entdeckt bei Teddy, ich komme da durcheinander. Mega schöne Sticker, die aussehen wie Briefmarken. Und sowas mag ich hier auch super gerne. Das sind diese hier, so Pastelltöne, rosa, lila, gelb. Und dann noch sowas Neutraleres mit Tieren. Auch sehr schön, hat 1,25 gekostet. Und dann habe ich noch entdeckt Sticker. Aber solche Bänder und ja. Ja, fand ich einfach schön. Für 1 Euro mit ja, so Sommermotiven. Ananas, Flamingo, Melone. Toll. Ja. Das hat mir besonders gut gefallen. Und dann auch noch echt mega schön, auch für 1 Euro. Ich finde, das kann man halt auch super gut in den Kalender kleben. Hammerschön.
Ist auch mit so Glitzer und alles mit drauf. Das finde ich toll. Und dann, ja, die letzten vier Sachen, das sind Sticker gewesen von Kick, auch reduziert. Aber Leute, so, so schön. Weihnachtssticker und ach, Weihnachten kommt immer wieder. Mega schön. Auch mit so einem Lama, Alpaka, was auch immer. Ja, ich glaube, es ist ein Alpaka. Nein, es ist ein Lämmchen. Ach, ich weiß es nicht. Es ist ein Tier. Ja, super schön glitzert. Dann mit, oh Gott, Leute, mit einem Faultier. Und das sieht so niedlich aus. Und einem Schneemann. Und oh, für 50 Cent. Oh, ist das so, so süß. Echt. Oh, schaut es euch mal an. Oh. Mega schön. Ja, aber ich habe es nur einmal mitgenommen. Und dann noch mit Lebkuchenmännchen, der Frau Nikolaus, die ist auch hier mit drauf, hier. Super schön, echt mega schön. Und dann noch mit so einem Eisbär und Pinguin. Ach, aber hier gefallen mir besonders gut die Schneeflocken irgendwie. Die sehen so schön aus. Ja. Super, also ich bin ausgestattet nächste Weihnachten. Und das war's jetzt mit dem Haul. Oh mein Gott, so, so viel. Ein paar Sachen werde ich weitergeben, aber trotzdem, es ist noch genug. Und ich habe jetzt auch erstmal genug und ich freue mich, dass ich jetzt so vielseitig ausgestattet bin und da loslegen kann. Ihr kennt das vielleicht, wenn man neu mit was anfängt und dann braucht man da echt ziemlich viel. Wenn man halt gar nichts da hat, das ist ja auch wie beim Schminken, da braucht man erstmal die Pinsel, dann Primer, dann Lidschatten, dann das, das, das. Und das summiert sich und es gibt eben so vielfältige Sachen und dann guckt man sich die YouTube-Videos an und denkt, ach, das brauche ich auch noch, das brauche ich auch noch. Ja, genau. Und dann kommt das hier zustande. Genau, das war's. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, das freut mich immer sehr und natürlich auch ein Abo. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.